dann werden immer die hohen Preise in Costa Rica beklagt. Das sind nämlich die höchsten Preise, aber auch die höchsten Löhne in ganz Lateinamerika, noch weitaus höher als in Chile und in Argentinien, weil es nur Kanada und die USA im Preissektor teurer als hier. Aber der Vorteil ist, zum Beispiel hier sehen wir das ganz gut, ja? Der Herr hat zu Hause eine kleine Plantage und bringt die da her und da kostet ein so ein Äpfelchen dann halt 40 Cent, ja? Und, oder mehr sogar. Hat da gleich die Waage, ja? Keinen kümmert es. Ja? Käse in Nombre. Guavas. Y cuánto es uno? ¿Uno kilo? Por 4 guavas por 2 dólares. 4, also 4 für 2 Dólar. No, bueno. Por 1000 colones, por 2 dólares. 1000 colones, das sind dann 1,50 Euro. Super. Ja, gracias, señor. Gracias. Und so ist das, ja. Das ist... braucht keine Konzession, braucht gar nichts. Ja. Stellt sich einfach daher mit der Waage, die Polizei fährt vorbei. Das ist purer Wider. Und die Leute haben die Auslagen. Das heißt, der Staat hier, ja, der macht wirklich was oder macht eben nichts, damit es den Leuten gut geht. Und der steht da vielleicht 3 Stunden am Tag maximal und hat sein Auslagen. Und die Erfahrung, also da ist Costa Rica wirklich eine Ausnahme. Und die Erfahrung zeigt, wir haben einen schönen Strandbuggy, dass eben die echte, höhere oder Demokratie halt doch das Wahre ist. Auch wenn es sie noch nirgends gibt, kämpfen wir dafür als Revolutionäre für eine höhere Demokratie, in der sich das Volk selbst beherrscht. Und das ist dann der Effekt. So kann das aussehen, man stellt sich einfach hierher, verkauft seine Wawawas, ja, oder seine Tacos oder was auch immer und keiner fragt nach Steuern oder irgendwas. Kleiner Auskommen, small is beautiful. Hola, señores.